Die LAS-Geschäftsstelle hat morgen geschlossen, aber der Hypo-LAS-Corner hat geöffnet an der Linzer Landstraße. Bis um 15 Uhr ist der morgen wie gewohnt für euch geöffnet. Ja, an dieser Stelle auch noch der Hinweis, vielleicht habt ihr unsere Presseaussendung vor 2 Stunden schon gelesen. Heute wurde offiziell von der Stadt, vom Land und vom LASK der Helmut-Kögelberger-Platz offiziell auch und feierlich eröffnet. Freut mich ganz besonders, dass das natürlich auch Anklang finden wird in euren Medien. Das ist ja ein Novum bei uns im Verein, hat es so etwas auch noch nicht gegeben. Just a few informations further. The LASK office is closed tomorrow, but the Hypo LASK is open today, tomorrow. If you want to park in the stadium from 3 p.m., there's a possibility to park in the stadium, and there are different parking opportunities near the stadium. And maybe you also read the press release from today that we are celebrated today, our Helmut Königsberger Platz in front of the stadium. I think that's also a very special thing for us. Ja, und damit kommen wir nun auch zum sportlichen Highlight. Ja, zu Gast ist morgen der 19-fache englische Meister, aktuell Drittplatzierter in der Premier League. Trainer, wie groß ist jetzt die Vorfreude, dass es endlich losgeht in der Europa League? Ja, grüß euch. In dieser großen Zahl beeindruckend, was dieses Spiel da aus uns allen macht. Ich glaube, meine Mannschaft hat sich nach dem Auswärtssieg sehr, sehr gut regenerieren können. Meine Mannschaft hat mit unserem Trainerteam das Spiel auch sehr gut aufgearbeitet und wir sind jetzt mitten in die Vorbereitungen zu dem morgigen Spiel. Die Mannschaft macht einen richtig motivierten Eindruck, alles andere wäre aber überraschend für mich und sehr konzentriert, super Trainingsarbeit. Also haben heute noch das Abschlusstraining, aber von uns aus kann es losgehen. Roland. So, we have our highlights tomorrow, of course, against 19 times English champion Liverpool, currently on the third position. And yeah, also welcome from my side. It's a great honor for us to play this game tomorrow. After our last away game, we are fit again, regenerated very well, and prepared very well, I think. The team is very motivated and very concentrated, and after the press conference, we have our last training, so we are very looking forward for tomorrow's game. Robert, vielleicht gibst du uns einen kleinen Einblick in das Mannschaftsgefühl. Wie war es jetzt die letzten Tage? Wie groß ist die Vorfreude? Du hast schon viel gesehen. Was nimmst du für Emotionen mit bei diesem Spiel? Ja, hallo von meiner Seite. Erstmal sind wir richtig glücklich, dass wir den Auswärtssieg in Klagenfurt gefeiert haben. Ein verdienter Sieg von unserer Seite. Richtig gute Leistung. Und jetzt steht das Highlight des Jahres vor dir. Und in der Kabine ist schon eine riesengute Stimmung. Wir sind richtig motiviert, wie der Trainer gesagt hat. Und können es kaum erwarten, dass es morgen zur Sache geht. So, Robert, how do you see the team currently? Welcome from my side also. First of all, we are very happy that we won our last away game at Klagenfurt, and now we have our big highlight, and everyone is very much motivated. Sascha, wie groß ist die Vorfreude von deiner Seite, morgen auch dein Können unter Beweis zu stellen? Ja, natürlich extrem groß seit der Auslosung, egal wo ich bin, beim Friseur, ob ich mit Freunden telefoniere, in der Stadt essen bin. Es ist nur mehr die Rede von Liverpool. Von dem her sind wir extrem motiviert. Ich bin auch extrem motiviert, wie gesagt. Die Vorfreude ist extrem groß, sich mit denen zu messen. Ja, wir werden alles reinhauen und dann schauen wir, was passiert. So, Sascha, how do you see the situation? Yeah, I can't wait for the game. I think everyone is talking about the game and the whole city is awaiting this match. And yeah, we will do everything what we can. Vielen Dank und somit kommen wir auch zu euren Fragen. Mein Kollege der Philipp ist unterwegs und wird euch mit Harald Bartl, Oberösterreichische Nachrichten, gleich versorgen. Bitte. Thomas, FC Liverpool ist ein sehr, sehr großer Name. Kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen, wie in der Kabine mit diesem großen Namen umgegangen worden ist und daran anschließend mit Robert und Sascha sind zwei Spieler hier am Podium, auch die für Mut, die für Offensive stehen, vor dem Presseeingang
ist der Bus geparkt vom FC Liverpool mit großer Aufschrift, da ist man fast nicht vorbeigekommen. Also man kann auch den Bus parken und sich hinten reinstehen gegen einen großen Namen. Wofür wirst du dich entscheiden im heutigen Spiel? Die großen Namen, die du erwähnt hast, die für mich interessant sind, sind die großen Namen, die ich in der Mannschaft habe. Und zwei sitzen heute da. Und ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir bei uns bleiben, bei allem Respekt, immer vor jedem Gegner, gegen den wir spielen. Aber irgendwo so mein Analyst, der Dani Roscher, der hat wie immer die Gegner vorbereitet und mir Szenen gezeigt, was die Gegner gut machen und die Gegner schlecht machen und das gezeigt. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, so, und jetzt klappen wir das Gerät einmal zu und kümmern uns ausschließlich um uns, weil ja jedes kleine Kind auf der Welt weiß, dass Liverpool eine Top-Mannschaft ist und dass da, egal mit wem sie kommen, sicher ganz gute Fußballer kommen. Aber ich bin bei meiner Mannschaft, ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft einen richtig guten Weg eingeschlagen hat. Ich bin überzeugt, dass meine Jungs, wenn wir einen Top-Tag haben oder Top-Leistung bringen, dass wir Liverpool fordern können bei uns. Und ja, ich bin halt bei meiner Mannschaft, die anderen sollen machen, was sie denken, und ich mache das mit meiner Mannschaft morgen, was wir denken, das uns hilft, dass wir Punkte holen können. So Liverpool is obviously a big name, Thomas. How you prepared the team for tomorrow's game? Yeah, big names, of course, but I think we also have big names in our team, and for us it's very important to concentrate on ourselves. Of course, we have respect against every opponent, and we prepared everything. But in the end, at the end of the day, I think we should concentrate on ourselves. Liverpool has good players. We have good players, and we want to achieve as most as we can tomorrow. Frage beantwortet. Herbert Eichinger, Kronenzeitung. Kleinen Moment bitte, Philipp. Danke. Thomas, du hast mit Franko Jovicic und Filip Stojkovic zwei Spieler in deinem Kader, die wissen, wie man gegen Liverpool gewinnt. Hast du mit denen speziell gesprochen? Gut informiert, muss ich sagen. Gut informiert. Genau so ist es. Wir haben gestern einen Kreis gehabt in der Mannschaft, wo wir ein bisschen uns über Sachen unterhalten haben. Und gerade die zwei sind eigentlich auch für uns ein bisschen das Symbol dafür, dass man ja, jeden schlagen kann. Und das haben sie auch im Kreis so dementsprechend erwähnt. Zusatzfrage, du warst vor wenigen Monaten, bist du zum Beispiel in Lafnitz auf der Bank gesessen. Geht für dich persönlich auch ein Traum in Erfüllung morgen? Trainer ist kein Träumer. Ich weiß auch nicht, das ist so... Jein. Also natürlich ist es ganz was Besonderes, dass man ja, sich auf internationaler Bühne mit so einem Gegner messen kann. Aber ich muss ehrlich sagen, aus meiner Emotionslage ist es sehr kühl momentan. Also ich bin sehr fokussiert, sehr konzentriert und habe jetzt noch nicht so irgendwie das Gefühl, dass ich dem so viel beimesse, dass ich jetzt denke, wow, das ist nur toll, dass ich das und dankbar annehme, sondern irgendwo habe ich eine Kampfeslust in mir vor dem Spiel, dass ich morgen das Spiel mit aller Intensität und Aggressivität auch bestreiten will und nicht nur vor lauter Demut und glücklich sein, dass man sowas spielen darf, untergeht. Und du weißt, was ich damit meine. Danke. Okay. So, Thomas, you have Jovicic and Stojkovic in your team. And they know how to win against Liverpool. Did you spoke with them about it? Of course, we talked with the whole team, and they told us their experiences. And an additional question, is it like a dream come true for you tomorrow to play against Liverpool? Yeah, of course, I mean, it's very special, but right now I'm very focused and very concentrated and not so emotional. I'm prepared for tomorrow, a big fight for competition. I want to compete tomorrow, and that is my focus. Gibt es weitere Fragen? Bitte ein kurzes Handzeichen. Keine weiteren Fragen? Gebe ich nur kurz Zeit. Markus Nessel, bitte, für die APA. Thomas, ich glaube, die Favoritenrolle ist relativ klar verteilt, zumindest für die Öffentlichkeit. Wie sehr kann man, oder vielleicht an alle drei Spieler, an die zwei Spieler, alle drei Herren, wie sehr kann man vielleicht dem Gegner sein eigenes Spiel aufzwingen, oder muss man gegen so einen Gegner schon schauen, dass man
sie mehr auf den Gegner einstellt, als vielleicht am kommenden Sonntag, wenn Hartberg kommt. Wer von euch? Ne? Ja. Also ich glaube, dass das, mit einem von den zwei habe ich darüber ein super Gespräch gehabt. Ich glaube, das ist, eigentlich mit beiden. Ich glaube, natürlich sind die Rollen verteilt, ja. Aber es wäre aus meiner Sicht als Trainer grundverkehrt in der jetzigen Phase irgendwas völlig anders zu machen, als wir bisher machen. Wir sind auf einem Weg und haben uns für den Weg entschlossen. Warum haben wir uns dazu entschlossen? Weil wir davon überzeugt sind, dass wir an viele Dinge in den Phasen und Verhaltensweisen immer wieder arbeiten müssen. Das ist klar. Aber es wäre doch ein völlig falsches Bild, wenn wir uns für einen Weg entschließen und beim ersten Moment, wo es ein bisschen holpriger, gut holprig war es oft schon, aber sehr holprig werden kann, dass wir sagen, okay, wir verlassen den Weg und machen was anderes. Das wäre für mich die völlig falsche Grundausrichtung für uns. Und was mich so stolz macht, ist, dass das meine Jungs genauso sehen. So, I think who's the favorite for tomorrow is very clear for everyone, but what is your plan for tomorrow? How do you want to play against such a big team? And Thomas said that, of course, I had a positive conversation with one of these guys. As a coach, I think we took a certain path in our development, and we want to stay on our track. So it would be completely wrong to change everything if we are facing difficulties. So that's my answer to that. Frage soweit beantwortet, glaube ich. Gibt es weitere Fragen? Ich glaube, Harald Bartl, Oberösterreichische Nachrichten, hat noch eine. Also Wolfgang Ihrer, LT1, bitte vorher. Thomas, wenn man sich anschaut, der Name Liverpool, du hast schon gesagt, wie du reinkommen bist, die vielen Medien, die vielen Kameras, macht das auch ein bisschen mehr Druck noch, nicht nur ob des Namens, sondern ob des Interesses. Es sind alle drei Heimspiele ausverkauft, die Öffentlichkeit erwartet sich keine Wunder vom LASK, aber irgendwie dann doch was. Ja, aber verstehe ich natürlich, aber du kennst ja meine Meinung dazu, wie die Öffentlichkeit uns wahrnimmt und was die von Beginn an viele Sachen bei uns gesagt werden, getan werden von außen. Für mich ist immer das Wichtigste in meiner Mannschaft. Das ist meine Mannschaft und ich selber. Und ich habe das auch von Beginn bei der ersten Pressekonferenz gesagt, den größten Druck, den machen wir uns ja selber. Ich will ja, dass wir unser Spür am Platz bringen, gemeinsam mit meinen Jungs, das ist manchmal immer wieder eine Überzeugungsarbeit, manchmal geht es leichter, manchmal besser. Und diesen Druck, den wir da haben, den machen wir uns selber, den wollen wir auch selber, gehört irgendwo dazu, auch zu dem Ganzen. Aber also ich weiß nicht, wie es bei den zwei ist, aber für mich hat das Umfeld da, oder dass es mehr Interesse hat, überhaupt mehr Bedeutung oder weniger Bedeutung als sonst. Darf ich vielleicht noch den Robert fragen, erzeugt es bei dir irgendeinen Druck, dass da Liverpool kommt und nicht irgendjemand? Ja, ich glaube, der Trainer hat schon richtig erwähnt, wir als Mannschaft wollen einfach ein Zeichen setzen und sagen, dass wir bereit sind für solche Aufgaben und da spielt letztendlich der Name nicht so eine große Rolle. Wir wissen ganz klar, dass das Spiel ein sehr attraktives Spiel ist für euch alle und für uns auch als Spieler. Nichtsdestotrotz ist dann einfach wichtig, wie wir am Platz gehen, ob wir Angst haben oder ob wir sagen, dass wir auch was können und das wird morgen einfach das Wichtige sein. Und wie gesagt, dann spielt jetzt der Name nicht so eine große Rolle. So, and of course, Thomas, we have a lot of media coverage here and cameras. Is it a bigger pressure for you and the team? I understand that this is a very special game, but for me, the most important thing is my team. I said at the first press conference also that we make the pressure for ourselves. So we need a certain kind of pressure, but the surrounding is not so important for me. And Robert, what do you say about pressure? The coach said it right. I think we want to show that we are ready for these kind of games. And pressure is there, but the big names are not so important. We want to show that we are ready for these kind of games. Harald Bartl noch einmal von der Oberösterreichischen Nachrichten. Robert, Sascha, wir tüfteln seit Tagen, wie die Aufstellung des FC Liverpool genau ausschauen wird, ob da die ganz großen Namen kommen oder nicht. Habt ihr das in der Kabine auch gemacht und
was wäre ich lieber? Die ganz großen Namen, jeder spielt für solche Spiele und wenn dann die ganz großen Namen kommen, will man vielleicht auch gegen die ganz großen spielen oder wäre es besser, wenn Liverpool den einen oder anderen Spieler schonen würde aus eurer Sicht? Das ist schon selber beantwortet. Wenn dann Liverpool kommt, dann wollen wir natürlich, dass die besten Spieler spielen. Mit der wüsste die letztendlich am besten und auf die freuen wir uns natürlich auch. Ich glaube, der Robert hat gerade alles gesagt. Wir wollen das vollkommen, dass wir uns aber messen können mit denen, dass wir es genießen können, dass wir zeigen können, was wir drauf haben. So the media is guessing the lineup from FC Liverpool since a couple of days or weeks. But Robert, what would you prefer? The big names or what is your opinion on that? I think you already answered the question. Of course, if Liverpool is coming, we want to compete against the best. And from my side, Robert said it right. We want to compete against the best players from Liverpool, and so we can show what kind of players we are. Anschlussfrage noch, Thomas. Kennst du schon die Aufstellung von Liverpool? Was ist dein Gefühl, wie die kommen werden? Ich hab das vor ein paar Tagen schon gesagt, es ist mir wirklich egal. Ich kann das nicht, ich kann sowieso nicht die Aufstellung beeinflussen. Ich gehe davon aus, dass mit 11 Spieler spielen werden und ich gehe davon aus, dass die am Platz sind, wahrscheinlich auch dementsprechend Fußball spielen können, weil sonst würden sie nicht in der Premier League spielen. Aber nur mal, ich kann es nur mal unterstreichen, mich interessieren meine Jungs, dass wir unser Spiel am Platz bringen und ich beschäftige mich sehr, sehr wenig aktuell mit Liverpool. And Thomas, what is your opinion on the Liverpool lineup? I think they will play with 11 players, and I think they all can play good football because they play in the Premier League. But again, I'm interested in my team. Michael Ganhör, Sky Sport Austria. Ja, auch an die beiden Spieler. Welcher Dress soll denn morgen ab 23 Uhr im Wohnzimmer hängen? Mit wem wollt ihr tauschen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe leider mal Erfahrung gemacht vor ungefähr 10 Jahren, wo nicht so erfreulich war, wo ich noch ein Trikot gefragt habe. Deswegen wird es von meiner Seite keine Anfrage geben an irgendeinen Spieler. Habe mir nicht überlegt. Ich will einfach morgen 90 Minuten mit der Mannschaft eine gute Leistung bringen und ob ich dann Trikot tauschen werde, das kann ich jetzt noch nicht sagen. So, what do you think? What kind of jersey do you want to have after the game? I have bad experiences like 10 years ago, so I will not change jerseys after the game. And me neither. I've not thought about it, so it's not so important for me. Wir haben Markus Nessel noch eine Frage von der APA, bitte. Beschäftigt dich sehr wenig mit Liverpool, aber wie oft und was hast du, geht davon aus, ich habe Liverpool beobachtet, ich habe Videos angeschaut, kann man sagen, wie viele Spiele habt ihr euch angeschaut oder was sind das, oder hast du gesagt, wir schauen uns die gar nicht an, weil... Nein. So ist es nicht gemeint. Also, es ist so, dass wir grundsätzlich vor jedem Gegner, ob der Hartberg, Imst, Liverpool heißt, einen gewissen Ablauf für uns im Trainerteam haben, wie wir den Gegner aufbereiten. Und da gibt es für mich zwei Personen im Hintergrund. Das ist der Daniel Roscher, der schon erwähnt worden ist, und der Marcel Lücke, der sich normalerweise 3 bis 5 Spiele immer im Vorlauf schon anschauen und analysieren. Daraus ergibt es einmal eine grobe Analyse für uns im Trainerteam und daraus kommen dann nur meine Eindrücke. Ich schaue mir natürlich auch Spiele an, wo wir dann filtern, bis dann daraus ungefähr 8 bis 10 Szenen für die Mannschaft überbleiben, wo wir, sagen wir, unseren neumodern genannten Matchplan daraus erstellen oder die Ideen, die wir ins Spiel bringen wollen. Was ich damit gemeint habe, ist einfach das, dass man sich in der Analyse vom Gegner immer wieder verlaufen kann, speziell bei so einem Gegner. Weil natürlich dann sieht man da und das machen so und sie sind natürlich auch taktisch sehr flexibel, machen einmal so, das heißt, du kannst dich eh nicht auf alles vorbereiten und daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir bei uns sind, weil das ist letztendlich das, wo wir uns schon vorbereiten können drauf und dass wir gut in unseren Verhaltensweisen sind, wo wir nicht sagen, wenn der das macht, machen wir das, sondern wir haben für uns in der Mannschaft gewisse Prinzipien oder Verhaltensweisen definiert, wie wir grundsätzlich herangehen und das ist viel wichtiger, um das zu bestärken, als vielleicht jetzt denen 8-mal aufzuzeigen, wie gut der Gegner Fußball spielen kann, weil das, glaube ich, das wissen sie selber auch. Aber ich möchte ihnen eigentlich zeigen,
was wir gut machen, wo wir Chancen haben, was die Jungs gut gemacht haben. Das ist mein Zugang zu dem Spiel. So Thomas, did you watch a lot of Liverpool games as a preparation for the game, or did you leave that? No, of course, we prepare always ourselves always for the games, but it doesn't matter if it's Hartberg or it's Liverpool, we have a certain procedure before every game. My colleagues analyzing the games, five games, in the previous five games, and then we pick around 8 to 10 scenes, and we are showing the players certain scenes. And but Liverpool is very flexible tactically, so it's very hard to prepare the team against them, and that's why we are focused on ourselves. I think it's more important to focus us on ourselves than watching a lot of Liverpool games. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann an dieser Stelle noch der Hinweis. Seit heute ist auch der neue Live-Radio-Podcast online. Wer sich die Zeit etwas verkürzen möchte, mit unserem Kapitän Robert Schul. Ansonsten sehen wir uns dann morgen um 18.45 Uhr hier gegen den FC Liverpool. Weiter geht es jetzt im Anschluss ab 18 Uhr dann mit dem öffentlichen Training. Das wird genau 15 Minuten für euch geöffnet sein. Und um 20 Uhr ist dann auch die Pressekonferenz unseres morgigen Gegners. Ansonsten eine schöne Zeit hier bei uns in der Oberösterreich Arena und bis morgen. Das war sie also, die Pressekonferenz des LASK vor dem großen der Spiele morgen gegen den FC Liverpool. Jetzt geht aber gleich weiter und zwar mit dem Abschlusstraining um 18 Uhr in der Linzer Raiffeisen Arena. Wir sprechen dann mit Sportredakteur Harald Bartl und das wird ganz interessant werden, denn er hat in einem Artikel in den Oberösterreichischen Nachrichten bereits gesagt, die Chancen, die sind sehr wohl realistisch und ein bisschen was geht immer. Wir sind gespannt auf seine Analyse. Wir sehen uns später 18 Uhr live auf nachrichten.at.